Ein Familienunternehmen, das seit über 100 Jahren besteht, das gibt's ja durchaus öfter. Eine 200-jährige Tradition, die wird schon eher seltener. Und von 300 Jahren ganz zu schweigen. Wir stellen Ihnen jetzt einen Betrieb vor, der ist schon seit 400 Jahren in Familienbesitz und der läuft immer noch. Und ob Sie es glauben oder nicht, selbst die nächste Generation steht schon bereit. Wendelin Schwer ist der 20. Bauer auf dem Steinbachhof bei St. Mergen im Schwarzwald. Der nächste Buhr, wie sie hier im Dorf sagen, wird einmal sein Sohn Andreas sein. Dass mit ihm die 400 Jahre alte Tradition weiterlebt, das ist für den Familienvater eine besondere Freude. Da bin ich schon stolz drauf, weil man steckt ja wahnsinnig viel Energie in so einen Hof rein. Und es ist schön, wenn man sieht, dass es wieder geht. Er wird ja viel anders machen. Zeit erfordert es. Andreas ist gelernter Mechaniker und macht bald seinen Meister in Landwirtschaft. Als ältester Sohn fühlt er sich verantwortlich für den Steinbachhof. Der Vater hat ihn jetzt schon in der 20. Generation. Und ich werde dann der 21. Bauer. Das ist dann schon eine Verpflichtung der Generation vorher gegenüber. Während Wendelin den Wassertank für die Kühe aufs Feld bringt, bereitet die Bäuerin Margarete Schwer zusammen mit ihrer Schwiegermutter Maria das Mittagessen vor. Dass auf dem Hof drei Generationen unter einem Dach leben, ist für die Bauernfamilie eine Selbstverständlichkeit. Die Kinder unterhalten die älteren Leute, es ist immer was los. Und dann auf dem Hof läuft auch draußen was mit den Viechern oder die Ernte oder ja, die Jahreszeit. Es ist ja viel abwechslungsreicher für ältere Menschen, hier zu bleiben. Seit fast 60 Jahren lebt Großmutter Maria auf dem Steinbachhof. Die 85-Jährige weiß, das Leben als Schwarzwaldbäuerin war früher wesentlich beschwerlicher. Bis dann mal nach dem Krieg, wo die Schlepper aufgekommen sind, dann war es nämlich so schwierig im Feld für alle. Jetzt haben wir bloß Pferde gehabt. Was gibt's denn? Schiefele und Herdäpfelsalat. Super. Und Brot. Wendelin und Margarete sind seit 25 Jahren verheiratet. 5 Kinder haben sie. Die älteste Anna ist 1990 geboren, die jüngste Lara knapp 20 Jahre später. Mittagessen, Zeit für die Familie und das obligatorische Gebet. Am Vaters, Sohn, Heiligen Geist, am Gott, von dem wir alles haben, wir preisen dich für deine Gaben. Für die Steinbach-Bauern spielt der christliche Glaube eine große Rolle. Das verbindet hier alle Generationen. Das Leben auf dem Hof mit der Natur im Einklang ist auch immer ein Stück weit, dass man was Glaube tut, damit man auch, dass man das auch schafft, was man macht. Wenn es eng wird, wenn es viel krank ist oder wenn es mit den Kindern irgendwo was ist. Die 8-köpfige Familie versorgen und sich nebenher noch um 3 Ferienwohnungen kümmern, bedeutet für die Hausfrau Margarete viel Arbeit. Das beginnt bereits bei der Wäsche. Jeder bringt seine Sache her und es gibt dann die Stapel und dann können sie es wieder am Wochenende mitnehmen. Und dann ist natürlich auch von den Feriengästen hat man sehr viel Wäsche. Also da ist immer was zu tun mit. Margarete legt viel Wert auf Nachhaltigkeit. In ihrem großen Garten zieht sie Gemüse, Obst, Kräuter und Blumen. So kann sich die Bauernfamilie größtenteils selbst versorgen. Das heißt aber, dass auch die Kinder mit anpacken müssen. Sie wohnen da, sie leben gut, sie haben alles, was sie brauchen. Und das gibt es halt auch nicht überall zum Nulltarif. Die sind jetzt erwachsen und ich denke, wenn sie jetzt selbstständig draußen in einer Wohnung, wird das alles viel Geld kosten. Und das sehe ich auch, dass es bei uns eigentlich schön ist. Noch leben alle Kinder im Haus, so auch der zweitälteste Sohn, Benedikt. Er hilft seiner Mutter bei der Arbeit in den Ferienwohnungen. Oh, Benedikt, mir noch ein Problem. Dahinter ist die Birne kaputt. Könntest du das noch machen? Ja, kann ich machen. Der 22-Jährige hat Werkzeugmechaniker gelernt und macht gerade das Abitur nach. Das Saubermachen ist für ihn mehr als nur Pflichtdienst. Ja, ich putze halt gern. Also ich habe so das Aufräumen, das macht mir Spaß und das mache ich auch gern. Und deswegen helfe ich da also schon seitdem ich das kann eigentlich. Auch zu Hause auf dem Hof, nicht nur hier in der Ferienwohnung. Das Leben der Familie Schwer ist durch einen Schicksalsschlag geprägt.
1995 hatte Wendelin einen schweren Unfall. Eine gefällte Tanne zertrümmerte ihm das Schienbein, die Folge ein Hirninfarkt. Wochenlang schwebte der Jungbauer zwischen Leben und Tod. Nur 10% Überlebenschance, sagten die Ärzte damals. Trotzdem hat er es überstanden. Ich habe Glück gehabt. Ich war halt noch jung. Ja. Also ich denke, wenn ich 10 Jahre älter gewesen wäre, hätte ich keine Chance mehr gehabt. Hirninfarkt ist eigentlich Todesurteil. Also ich sehe es halt so, ich war vielleicht mit meiner Aufgabe auf Erden noch nicht fertig. Eine schwere Zeit, auch für seine Frau Margarete. Sie sah sich damals in einer ausweglosen Situation. Allein mit 4 kleinen Kindern und einem Berg von Schulden. Die Christin hat damals zusammen mit ihren Angehörigen für ihren Mann gebetet. Heute besucht sie regelmäßig die Hofkapelle. Dass ihr Mann überlebt hat, war für sie, als ob ein Wunder geschehen sei. Wir haben das selber am eigenen Leib erfahren, wie das ist, dass es Hilfe gibt irgendwoher, wenn man an was glaubt. Und es war dann auch für die Ärzte selber auch so, wenn die waren auch überrascht, dass es so gut gegangen ist. Jetzt aber. Der Unfall hat die Großfamilie noch mehr zusammengeschweißt. Die Schwers, typische Schwarzwälder Bauern, die seit Jahrhunderten auf dem Steinbachhof leben und arbeiten und wenn alles so bleibt, auch noch viele weitere Generationen.